Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wieder den Dommel dabei. Guten Tag schon wieder. Und wir gucken Kevin zu mit Jorion Maverick, der gerade sein Jorion Companion gezeigt hat, gegen den guten Philipp mit Burn. Ja, da wäre der Companion auch schon fast geknickt gewesen. Ja, das stimmt schon. Jorion hier natürlich 80 Karten. Jorion Maverick, ganz cool, hat, eigentlich ist es ein grün-weißes Maverick, hat halt Rot drin für den rot-grünen Gott. Die Klötes. Klötes, genau. Und halt den Omnath. Deswegen ist auch eine Blauquelle drin, tatsächlich. Ich glaube, in der Version hat Kevin gealterte Duels drin, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja, weil der seine nicht da hatte. Burn mit dem Bomard Courier? Nee, das ist ein super klassisches Burn. Also ohne Bomard Courier, ohne den ganzen neuen Spice. So klassisch. Aber es ist, glaube ich, mittlerweile eins der teuersten Burns, die ich je gesehen habe. Ja, stimmt, da war ja was. Allein dieser Bolt, der hinten rausguckt, ist halt schon über 200. Also weit über 200. Eieieiei. Spiel Burn, haben sie gesagt. Das günstigste Deck, haben sie gesagt. Ja, es gibt ja auch so Leute, die Death in Texas ausholen, damit es was wert ist. Was, wer tut denn sowas? Ja. Vom Matchup her, was glaubst du? Ich würde mal zum Maverick tendieren, tatsächlich. Auch ohne Stormforge? Vom Gefühl her ja, weil der Knight ein schwer dicker Beater ist. Selbst wenn er Turn 3 kommt, dann kann das schon mal ein 5-5er sein, relativ safe. Das Early Game ist halt nicht so konstant von Jorion Maverick. Ja, das stimmt halt, das ist wahr. Aber ist halt die Frage, wie Burn startet. Ne? Wenn Burn natürlich eine Hand hat mit einfach nur einem Swift Spear. Beat. Ja, dem klassischen legst du quer, siehst du mehr, dann wird es halt schwierig. Aber ja, fängt ja schon gut an. Genau das. Aber ich glaube, wenn es ein bisschen, wenn man es in den Midrange-Plan retten kann, dann ist es vorbei. Ja. Vor allem, wenn man hier mit Basic spielt. Ich meine, wunderschöner Forest. Ach, das ist ein Scaldingtarn. Voll Scaldingtarn, Originalversion. Wer kennst du nicht? Plus eins vorne, plus eins hinten. Wird dann hier auch gesagt, mach doch einfach nur einen drauf und dann gib ihm. Ist die Frage, ich sehe da noch ein Lavas-Bike, schießt man den noch hinterher? Lavas-Bike? Drei ins Gesicht. Das ist halt die Frage, wenn man jetzt noch einen ziehen würde, noch ein Swift Spear, hätte man halt mehr rausgeholt, einen Schaden mehr. Ich bin dazu zu schlechter Burn-Spieler. Ich will da immer blau mit reinsplashen und Sprite Dragon drin spielen. Also ja, der würde ja die plus 1 zu 1 machen behalten. Eben, das ist egal. aber ansonsten, ja, geht anscheinend. Ah, nee, Suspend the Rift Bolt. Suspend the Rift Bolt. Das heißt, nächste Runde kommt dann Rift Bolt Into, das nicht schlecht ist. Ja, es sind halt auch schon mal ein paar. Zwei Forests. Zwei Grüne. Ja, nicht so geil. Kommen dann drei ins Gesicht. Drei ins Gesicht, ja. Ja, sieht halt schon nicht so gut aus. Nee. Der Bolt ist immer noch auf der Hand, der Spike glaube ich auch. Da ist der Lava Spike. Ja, was kommt da jetzt noch? Da will man aber wissen. Ich glaube, auf der Hand ist noch ein Spike. Ja, okay, wenn jetzt halt kein Blocker kommt, kannst du eigentlich. Man zieht auch keine farbige. Eine Cradle auf der Hand, das blaue Duel auf der Hand. Und nur weiße Karten. Oh, ja, da wird auch geschoben. Das ist halt, da hat man halt echt Rotz gezogen. Da hat man sich zu sehr auf den Mana-Dog verlassen. Ja. Und man muss halt dabei sagen, Burn war in dieser Runde auch ziemlich schnell. Wir hatten jetzt gerade Turn 3. Stimmt. Wir hatten Turn 3, ja, okay, wo er geschoben hat. Ja. Das wäre ja Turn 4 eigentlich gewesen, aber ja. Borden. Borden hat Burn, glaube ich, gar nicht mal so viel. Er kann ein bisschen an Hate Borden. Auf jeden Fall der Mana, nicht Mana Vortex. Sulfuric Vortex. Sulfuric Vortex, genau. Der ist eine ganz gute Karte. Aber sonst kann man da, glaube ich, nicht so viel machen. Blood Moons, natürlich Blood Moons. Ja, Blood Moon ist eine gute Karte, ne? Ja. Auf der Seite vom Jorion Maverick hat man, glaube ich, gar nicht so viel, was man rausnehmen möchte. Kann mehr Removal, also man muss mehr Removal reinnehmen. Man muss mehr Removal reinnehmen. Man könnte irgendwann überlegen, auch sowas wie Contain Priest reinzunehmen. Ja, einfach als Flash. Genau, Flashblocker, Surprise-Blocker. Da kommt eine Mutti. Jo. Mutti ist natürlich ziemlich gut hier. Ich sehe sie schon brennen.
They see me burning. Dating. Das ist halt. Blast, Fetch. Oh, DCI-Duel. DCI-Fetch, richtig schön. Fetch, ja. Richtig schön tatsächlich. Finde ich auch ganz passend zu dem Deck, weil die ganze Landbase komplett New Border ist. Da finde ich passen Aufmarsch Foils nicht rein. Ja, das stimmt, die Aufmarsch Foils auch. Die, ja, okay, wobei die Mountains sind halt relativ neutral, ja, aber die anderen Fetches sind ja auch New Border. Ich finde, stimmt, die Skulling Towns sind New Border. Genau, also generell ist das Deck ja auch so aufgebaut, dass halt jedes rote Fetch zweimal drin ist. Hm. Was halt einfach gegen Pithy Needle und ähnliches einfach sehr gut ist. Ja. Was nicht drin ist, was glaube fehlt, ist glaube ich das Neueste, was einfach nur Basics raussucht. Ach, das ist Prismatic Vista. Genau, das Vista ist glaube ich nicht drin. Ja, okay, ist halt die Frage, ob man das braucht. Ich glaube nicht. Das ist halt so egal, in Anführungszeichen. Ja. Man hat ja dann schon 4, 8 Fetches drin. Ja, 8 ist glaube ich auch eine gute Zahl dafür. So. Ja, ansonsten, jetzt kommt wahrscheinlich der Bolt, ja. Ja. Chain Lightning auf die Modi. Muss halt auch sein. Ja, sonst passiert gar nichts mehr auf Seiten vom Talia. Burn schon. Ein richtig guter Start gegen Burn. Mhm. Wenn der jetzt nur ein Land hat, dann wird's richtig bitter. Ja, es ist nur mehr Länder, aber er muss die Talia jetzt auch removen. Und verliert damit einfach jetzt endlos viel Tempo. Er hat jetzt einfach 3 Time Walks für 3 Handkarten. Ja. Das mit Merrick noch den. Jetzt hat Merrick auch die Weißquelle und ja. Ich habe einen Swartz gesehen. Ich habe einen Skyclave gesehen, ich habe einen Green Sunsinit gesehen. Da kann halt jetzt eine Menge passieren. Ja. Das ist ein Plateau. Schönes Ding. Ich glaube, da. Ja. Wurde wieder auf die Hand genommen mit Dried Arbor. Mhm. Verstehe jetzt auch nicht ganz. Ich auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil man dann nächste Runde für 4 machen möchte. Ja, da kommt das Eidolon. Eidolon of Great Reveal. Das ist halt auch cool. Weil jedes Mal, wenn der Gegner halt mit 3 oder weniger was spielt, 2 Schaden zu schießen, ist schon gut. Hm. Ist schon nicht verkehrt. Man hat da den Green Sun auf der Hand. Genau, Green Sun. Den kann man jetzt halt für 4, also für x gleich 3, für Knight. Klotis, ja. Stimmt. Der Klotis alleine jetzt auch nicht. Ja, Klotis alleine zieht halt unendlich lange und viele Lebenspunkte. Das sind halt immer +2. Ja, da wird halt geredet von wegen Trigger. Ja, nein. Kein Trigger. Kein Trigger für dich. So viele schöne Karten in diesem Deck. Ja. Pff. Der Omnath ist halt auch echt. Ja, wenn der mal stickt, kann das halt echt viel sein, was darüber rumkommt. Da ist der Klotis In so Starlight Foil. Wie die Namen haben. Für mich ist das einfach entweder eine Full Art, Extended Art oder irgendwas anderes. Ja, hier, das ist der Showcase Frame. Also alles, was jetzt in diesen New Border kommt, kommt ja in Showcase Frame. Mhm. Und genau, die haben sie. Das war der Showcase Frame aus Theros Beyond Death. Stimmt. Die ganzen Götter gibt es ja in diesen, in diesem Starlight Express Geschiss. Starlight. Ja, genau das. Ja, sonst ja. Triggern tut er in der ersten Main Step. Oh, da kommt Price of Progress. Der selber 2 Leben zwackt, aber beim Gegner halt mal 6. Mhm. Das ist halt schon eine Menge. Da hätte man auch einfach angreifen können, noch für 2 Damage. Ist halt die Frage, ob es irgendwann relevant ist. Da hat man den Trigger vergessen. Nee, der kommt während, also muss man das jetzt schon machen. Also der kommt jetzt. In der Abgib. Genau. Nee, nicht in der Abgib, sondern in der ersten Main Step. Ah, so ist The Main beginning Step. Of first Main Step. Ist Pre-Commit Main Step. Trigger, ja. Genau, dann exilt man eine Karte. Wenn es ein Nichtland ist, kriegt man 2 Leben, der Gegner verliert 2 Leben. Uiuiui. Ja. Ich glaube, hier hat man mit dem Eidolon nicht angegriffen, weil man nicht wusste, dass der Gott erst später. Ja, wahrscheinlich. Zum Ding wird. In dem Deck wahrscheinlich nie. Es ist möglich. Es ist aber sehr schwer. Ja, du hast die, du hast dann Grün drin, hast du die Mana Dogs. Ja, Knights, Mana Dogs. Du hast ja allein Omnath, der doppelt macht. Und man sagt dir, man braucht ja 7 rote und oder grüne Mana-Symbole. Also 5. Ne? Also 5 nur, weil er bringt ja selber schon rotes und grünes mit. Er bringt ja selber schon 2 mit. Genau, und damit ist man jetzt aktuell zum Beispiel schon auf 3. Von 7, was ziemlich fair ist, dafür, dass man nur ein Mana-Symbol am Feld hat. Das stimmt. Aber das ist jetzt schwierig. Weil die Dryad bringt leider keinen Devotion mit. Nee.
Und da ist jetzt halt schon die Frage, was man jetzt macht. Scheint kein drittes Land vorhanden zu sein. Das ist bei Björn jetzt einen langsam werden lässt, aber nicht unbedingt super schlecht ist. Okay. Auf den, ich hätte da glaube ich eher den Skyclave. Den Skyclave abgeräumt, ja. Es sei denn, man räumt den Skyclave jetzt auch noch ab. Nee. Suspend. Suspended den Riftbolt. Da kommt eine Mutti. Dann ist halt Precom mit Main Step Trigger. Da ist dann halt die Frage. Den hat man vergessen. Ja. Wird gerade noch Out of Sequence nachgeholt. Ja, ist halt eigentlich egal. Also, geht auch auf 14. Merken, dass Spindown ist. Mhm. Dann. Geht man hier einfach für 3 ins Gesicht hauen, oder nicht? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ja, wobei man könnte halt nur mit 1 ins Gesicht hauen und nur mit 2 ins Gesicht hauen, falls da wirklich was in Richtung Swiftspear kommt. Ja, aber der macht jetzt auch nicht so. Und man hat halt immer noch das Sword auf der Hand. Da die Mutti geht. Er macht das Swords noch auf der Hand, also man hat eigentlich noch genug Antworten. Ja, ich sehe auf jeden Fall da unten noch den Blood Moon, wenn ich es richtig sehe. Oh, der wäre jetzt halt ätzend. Mhm. Wenn man jetzt fehlt halt das eine Mana, ne? Mhm. Kam ein kurzes Erdbeben. Ja, das passiert ja regelmäßig. Wir sind ja in der Erdbeben. Bei uns explodiert immer alles. Ja. Ja, okay, wenn man den Skyclave jetzt halt wegräumt, kriegt man einen 2-2er. Wenn man es sieht. Da war noch ein Price auf der Hand. Das kann natürlich auch richtig. Ja, hier kein Angriff mit dem Goblin Guide. Ja, okay, die Dread Arbor war da, aber ich glaube nicht, dass die was gemacht hat. Nee, das war wieder hier das Unwissen über den Gott, denke ich. Ja. Ja, der macht jetzt dann halt eine Menge. Ne? Man hat da jetzt schon 4 Schaden liegen lassen. Ja. Das ist halt schon nicht so geil. Ne? Jetzt hat man kein Land gespielt. Warum das? Price. Ey. Man hat Angst vor Price. Okay, sind dann halt schon 8 Schaden. Ne? Ja, genau. Das ist halt schon ein Unterschied, ob man 6 oder 8 Schaden nimmt. Vor allem, wenn es ein nutzloses Land ist. Mhm. Ja, das stimmt. Man kann das 5. Land dann einfach droppen, wenn man es braucht für... Green Sun Zenith. Mhm. Oder. Ja. Ja, okay, das macht halt jetzt nicht so viel Unterschied. Vor allen Dingen, das eine Land ist ja eine Cradle, das heißt, man hat Instant plus 2. Genau. Der Klus zählt ja nicht. Genau. Suspend Riftbolt. Ja, das sind halt jetzt noch. Die könnte man auch easy reinschwingen, einfach nur, weil da der Skyclave geblockt hätte. Ja. Und wenn überhaupt geblockt werden würde. Und dann hätte man wieder einen 2-2er bekommen. Mhm. Aber der Klotus alleine macht halt jetzt hier richtig Arbeit. Ja. Das ist ein Dark doof. Ja, aber es bringt halt gerade nichts. Man hat gar nichts. Hat kein Out. Aber das scheint 2 Leben wert zu sein. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber hat keinen Reclaimer auf der Hand. Ja, aber es kann ja sein, dass man relativ zügig einfach noch das andere Land findet. Ja, Riftbolt nimmt den weg, dann kriegt man hier den 2-2er. Jetzt hat man wahrscheinlich auch die Intention anzugreifen. Hat man Land gefunden? Ich glaube nicht, da ist nur noch ein Price. Da fehlt halt echt das dritte Land. Vor allem, ich sehe auch den Vortex auf der Hand. Ja, der schaltet halt den Klötes. Ja. Blood Moon, Vortex. Nicht komplett ab. Nicht komplett ab, aber macht beim selber halt 4 Damage, bei mir nur 2 Damage, aber. Wenn man der aggressivere Spieler ist, kann man das balancen. Man muss halt dann jede Runde. Ich meine, jetzt ist es schon schwierig. Jetzt ist es schon schwierig, weil das würde halt Two-Hit-Wonder bedeuten. Ja, stimmt. Also der macht jetzt gerade gar nichts. Wenn der Gegner jetzt auf 15 wäre oder halt jetzt eben auf 11 runtergehen würde, wäre das voll okay. Ja. Ja, da kommt jetzt der. Das ist halt echt. Schwierig. Ja. Das ist halt echt schwierig. Rot halt auch keinen Enchantment-Zerstörer. Ja, jetzt kriegt man halt mal 8 in die Rippen von Price of Progress. Hat man in dem Moment auch verdient. Ja, wenn man jetzt auf 7, könnte man wieder angreifen. Ja, und jetzt aber hier wird nicht wieder nicht an. Das heißt, man hat jetzt schon 8 Schaden liegen lassen. Ja, ja, hier ist eindeutig das Unwissen über den Gott, der hier sehr viel macht. Ja. Das ist halt leider wirklich so. Ne? Ja, muss man auch nicht verstecken, kann man offen drüber reden.
Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt hat man nur noch eine Dryad liegen, ob man nicht eben noch die Cradle hätte spielen können. Ist das ein Rhino? Hab ich das richtig gesehen? Ach, dieser, du musst ein Land auf die Hand zurücknehmen. Oder was meinst du? Oder Seed Rhino? Nee, das ist der 5-4 Dino mit Eile und Trampel. Ach so. Oh. Ich weiß es aber gerade nicht. Eile, Trampel und Reach. Ja. Es ist ein Dino, ja, es ist ein Dino. Es sieht schwer nach Dino aus. Nee. Ist halt auch mega gut. Ich habe mir jetzt das dritte Land gefunden. Geht damit runter auf 6. Jetzt kann man halt den Blood Moon droppen. Ja. Wenn man ihn denn hat. Ich meine, der Blood Moon ist auf jeden Fall auf der Hand, ich habe ihn gesehen. Das wäre eigentlich die safe. Wunderschöne. Yes. In voll. Hübsch. Das Artwork ist richtig schön. Ja. Spiele ich hier selber. Und die matchen halt gerade auch so geil mit dem Mountain. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich finde das auch sehr, sehr hübsch. Es wird wieder nicht angegriffen, ne? Ist halt jetzt jede Runde 4 Schaden. Ich glaube, mittlerweile sind es 4. Es waren 4, es waren 8. Jetzt sind es 12 Schaden. 12 Schaden, die man liegen lässt. Das heißt, man hätte den schon fast tot. Ja. Schade. Merke. Schade, wirklich. Darf ich Philipp auf jeden Fall gleich noch eine Nachricht schreiben, wie Götter funktionieren? Da wird aber vorher noch geswordet, glaube ich. Ich glaube, das wäre auch schon wesentlich früher passiert, hätte man angegriffen, aber. Oh, der geht aber 6 Heil. Ja, der geht in 6 Heil. Und man kriegt 2 Leben. Geht man auf 8. Hat man gerade unter Blood Moon geswordet? Ah, nee, man flickert den, man schmeißt den noch rein. Ja. Okay, das. Als Reaktion. Ja, Schutz vor Blau, ne? Macht jetzt halt eine Menge. Ja, Schutz vor Blau macht halt jetzt vor der Illusion eine unendliche Menge. Interessante Ding, genau. Der triggert. Man darf kein Land. Kein nehmen. Land? Genau, kein Land nehmen. Man kann auch aus seinem eigenen Friedhof fressen, tatsächlich. Ja, kann ja aus beiden fressen. Aber man macht es natürlich erstmal nur aus dem Gegenfall. Ja, gerade braucht man halt kein Mana, ne? Hau für ein. Ping! Yes. Ja, weil es halt in 2 Runden die Clock halbiert. Fast schon. Ja. So, jetzt ist die Frage, finden wir, also brotmäßig sollte man ja irgendwann auf der Hand haben. Hast du auf jeden Fall noch ein Land? Noch ein Land? Jetzt Double Price of Brokers wäre halt sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich habe sogar noch einen gesehen. Weil dann wäre es safe. Aha. Das sieht man gerade so schwierig, dass der Vortex. Ganz oben ist auf jeden Fall der Vortex. Ich meine, das zweite wäre ein Price. Das dritte habe ich nur leider nicht erkennen können. Das ist der Nachteil, wenn alles glitzert. Der Vorteil ist, es ist alles wunderschön. Ja, oder man braucht eine Sonnenbrille, selbst im Dunkeln. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, es ist wunderschön mit einer Sonnenbrille im Dunkeln. Ja, ansonsten gerade halt echt schwierig. Ich weiß auch nicht, wie Burner jetzt noch rauskommen soll, nachdem es halt so viel Damage liegen lassen ist. Bin ich mir unsicher. Ja, da hat man halt echt eine Menge liegen lassen, ne? Ich meine, die Dryad ist noch ein 1-1 Mountain. Ja. Unter Blood Moon. Stimmt, mit der hätte man theoretisch. Ach ne, der eine fliegt ja. Das ist der Angriff, genau. War Schwachsinn. Ja, jetzt kann man halt als Maverick-Spieler, wenn man so oft gesehen hat, dass der nicht angreift, halt auch ziemlich sicher sein, dass er jetzt nicht angreift. Genau. Das ist halt jetzt das Problem. Der ist aber auch. Was ist der? 4-5 der Klötes? 5-6, glaube ich. 5-6. Aber wie gesagt, das ist halt nur eine Kreatur mit Devotion bei 7. Was halt. Da kommt jetzt wahrscheinlich. Oh, ein Eidolon. Ja, macht aber auch nicht die Menge, ne? Jetzt wird angegriffen. Ich glaube, hier war zwischenzeitlich da mal erklärt worden, wie der Gott funktioniert. Ja, jetzt nimmt man halt einfach nur die 2 Leben, die er sich holt, wieder raus. Jetzt ist die Frage, wenn man wirklich einen Price auf der Hand hätte, hätte man den wahrscheinlich vor dem Eidolon gespielt. Ja, oder man will hier tatsächlich noch schauen, ob der Gegner nicht doch noch ein Ding mehr spielt. Das ist kein Price, ich glaube, das ist einfach nur Blast für 4 Damage. Ach, der Feuerblast. Genau. Okay, nächste Runde sind halt 6-8 Schaden dann. Passiert halt nicht so wirklich viel, ne? Ja, und jetzt ist die Runde drauf, safe, vorbei. 15 Damage ist halt schwierig. 15 Damage mit dem Bot ist definitiv schwierig, ohne selber zu sterben. Ein Price of Progress mit Fire Blast sind 4, 2, 4, 6, 8, 12,
13, 14, 15, 16, aber dann stirbt man selber. Ja, weil man einfach Price nicht mehr spielen kann oder noch zwei Leben hat. Ja, leider. Das ist jetzt halt echt schade. Auch wenn der Blood Moon fast schon... Blood Moon war gut hier. Blood Moon hat hier auch zum Beispiel das Rhino aufgehalten. Das Rhino hätte sonst einfach die ganze Zeit für 5 Jahre noch ins Gesicht geboxt. Ja, genau. Ich meine, man hätte hier das Rhino spielen können, indem man den Forest tappt und den Forest wieder reinbringt. Das Problem an dem Dino ist, es ist 5-3. Hm, ja, stimmt. Das diese 3 am Ende ist halt wirklich schwierig, weil es halt echt oft stirbt. Da kann man einfach Safety Block gemacht und es wird gebounced. Nee. Nee, kann man nicht, weil es kein Forest mehr, weil es jetzt genau ist noch ein Mountain ist. 1-1 Mountain. Ah, ja, aber jetzt geht man einfach in seine Main Phase und dann hat man einfach gewonnen. Klöt es regelt. Ja. Ja, man hat eine Menge Land auf der Hand. Wäre der Blood Moon früher gekommen, wäre halt auch sehr gut gewesen. Also der hat ja auch... Ja, wobei so viele Spells gar nicht gespielt wurden, tatsächlich. Ja, aber... Glaub, ja, alles okay, wäre mit einem Klötes, Grün... Der Klötes ist mit Green Sun ziemlich gut. Genau, es wäre alles mit einem Grün spielbar gewesen. Hm. Okay, man hätte jetzt zwischenzeitlich mal den Companion auf die Hand nehmen können. Ja, wenn man daran denkt, ob man einen Companion hat. Ich glaube, man hätte ihn nicht mehr ausspielen können nach dem Blood Moon. Aber man hätte ihn zumindest mal auf die Hand nehmen können, um zu zeigen, dass man Companion hat. Ohne Mana-Dogs schwierig. Ja. Ja. Ja, also jetzt die Frage, ob man im Boarding irgendwas ändert. Ich glaube nicht. Dafür fängt Burn jetzt wieder an, was Burn in eine bessere Position bringt. Ja. Frage ist, ob hier ein Companion vorgezeigt wurde. Ja, oder mal mit dem Finger drauf gedeutet. Ja, es kann auch gut sein, dass ich es wieder beim Boarden rausgekattet habe. Das könnte. Da ist der Klotus auf der Starthand. Ah, ist natürlich. Das ist nicht so. Premium? Ja, doch, kann man ja für 3 Mana casten. Man ja, wenn man, bis dahin, wenn man bis dahin noch. Ja, wenn man bis dahin nicht noch nicht nur Mountains hat. Hm, ja, oder man kann. Wenn man nur Mountains hat, macht der ja. Genau, Turn 2 geht der auch. Es ist halt eine Triggered Ability, das macht den so fucking stark. Mhm. Da müsste man Rest in Peace haben, weil das ist ja einfach nur eine Wurst. Genau. Mit Rest in Peace macht er einfach nichts. Hier ist auf jeden Fall der wesentlich bessere Start schon mit dem Swift Spear für Burn. Burn will ja immer eine Kreatur liegen haben und dann mit den Removalen was machen, beziehungsweise mit den Schadenszaubern. Damit du zusätzlichen Schaden bekommst. Genau, aber ohne Kreaturen ist halt immer doof. Ja, früher war es ja immer noch das gute Lightning Axe Go. Ja, ja. Kennst du den Flavortext von Lightning Axe? Fang? Fang. Du kannst sagen, ich glaube, das war was ganz Stupides. Ja, das kann nur Fang gewesen sein. Das kann nur Fang gewesen sein, genau, wunderschön. Wunderschön. Ja, ansonsten? Heißt auf jeden Fall ein Swords to Plowshare ist jetzt auf der Hand. Ja. Spielt man jetzt hier? Oh, ich hab Blood Moon gesehen. Eidolon? Eidolon. Auf der Eidolon wird dann wahrscheinlich reagiert. Ja. Yep. Stack. Sword da gibt's ein Leben. Der Fetch ist wieder raus. Hat was gut gemacht. 19 beide. Noch ein Swords. Jetzt ist halt die Sache. Okay. Man kann jetzt. Kann man jetzt ein. Wenn man jetzt einen Mountain hat, kann man Blood Moon spielen. Oh nein, Daniel. Kann man nicht. Kann man nicht mehr. Oh, das war eine richtig gute Entscheidung. Ei, ei, ei. Vor allem, man hat noch den Fetchland und das Klö... das Fetchland und den Klötes auf der Hand. Und das delayed jetzt gerade den Blood Moon Rad. Das war ein richtig guter Player. Ja, aber man kann jetzt selber Klötes nehmen. Doch, ist eine Kreatur. Ist eine Kreatur. Ah, ist das... Ja, das ist richtig nice. Goblin Guard, ich gehe mal davon aus, dass er weiß, dass er an seinen eigenen Trigger denken muss. Ja, ja, klar. Da wird dann der wird suspended für 1. Und Go. Reinrennen ja. Macht jetzt keinen Sinn. Reinrennen macht keinen. Genau, hier geht man in den Go. Und wie gesagt, jetzt kann man halt Fetchland legen, fetchen gehen, sich die Rotquelle holen und Klötes Hardcast, wenn ich es richtig sehe. Das ist schon gut. Ja, dadurch, dass Talia als 8 Non-Creature. Ja, 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 also Talia hier zu droppen war ein richtiger Blow-Off. Das war wahrscheinlich. Also sich halt einfach nicht das Sword in der Hand zu behalten, sondern die Talia zu droppen. Ja, ja, genau. Also ich hätte jetzt auch überlegt, ob man nicht einfach die Talia behält für Turn 3 oder so. Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn der Blatten kommt und man muss jetzt, glaube ich, auf Duel fetchen. Es ist auch immer noch kein Problem, weil Klötes zweite Fähigkeit stimmt, kann ja Länder rausnehmen und kriegt dann rotes oder grünes Mana. Oh, hier wird Go gesagt. Und der Rift Bolt. Ui, das heißt, hier muss ein Land getoppt werden. Wenn jetzt ein Land getoppt wird. Wieso ist da. Achso, der musste. Und Talia wurde nicht gebounced.
Ah, es ist ein Zwölfsbier. Boah, das war jetzt wiederum kein guter Move. Von einem Jurion Maverick-Spieler, meine ich. Stimmt, man hätte Italia einfach bouncen können. Ja, man hätte die bouncen können, man hatte immer noch das Swords offen, man hätte den Klotes droppen können, man hätte irgendwas. Vielleicht hat man selbst auch gedacht, der Klotes wird eins teurer. Das kann natürlich sein. Oder man wollte die Italia mit dem Caracas beschützen, hat dann wieder vergessen, die Caracas zu benutzen. Das wäre natürlich jetzt bitter. Es ist alles möglich bei so Sachen. Das kann alles passieren, ja. Jetzt ist halt die Sache. Swiftspear. Man nimmt halt echt viel Damage auch selber. Mittlerweile wird's teuer. Dann kann man angreifen für 5. Das ist halt nicht so schlecht. Ja, ist schon ganz gut. Was hat man hier mit dem Mana für? Die Canopy. Ja, hat man noch einen Bolt? Weiß ich nicht. Ich habe nur den Blood Moon und den Fire Blast auf der Hand gesehen. Man greift mit dem Eidolon nicht an. Aha. Interessant. Man lässt einfach 2 Schaden liegen. Einfach damit es im Block nicht getötet werden kann. Nee. Doch. Gott sei Dank. Man war, glaube ich, kurz im Überlegen, was passiert. Und noch ein Swords, Alter. Ja, da kommt der Trigger vorher noch durch. Yes. 15, der geht auf 15 beide, dann kommen 3 Schaden. 12, genau. Wenn er jetzt natürlich den Klötz nicht droppt. Doch, ich glaube, jetzt schon. Der hat das zu sich gelandet. Ich glaube auch mittlerweile die Idee verstanden zu haben, warum man hier nicht schon gefetcht hat, weil man hatte diesen Blood Moon tatsächlich noch im Kopf. Und hat wahrscheinlich da nicht gefetcht, um sich den Fetch of Forest offen zu lassen, falls Blood Moon kommt. Ja, das kann ich verstehen. Ich auch. Also das wäre die einzige Kombination, die ich noch finden würde. Auf der anderen Seite macht Klotus halt, wie gesagt, auch grünes Mana. Ja. Aber dann hat man halt einen Mount liegen, der einen nichts nützt und einem bei Price of Progress immer noch 2 Schaden zockt. Ja, das stimmt. So, und muss man jetzt aber auch machen. Ja, musst du jetzt auch. Du hast kein Plateau liegen. Nee, du kannst halt Tiger. Oder Tiger, nehmen. Stimmt, Tiger. Genau. Tiger kommt das. Da. Ja, klar, rot-grün. Macht am meisten Sinn. Ja, jetzt ist halt die Sache, jetzt kommt der Klötes und jetzt liegt die Glock auf dem Board. So, Ja und nein, auf der anderen Seite liegen beim anderen immer noch ungeblockte 3 Damage wiederum. Sei denn, man hat wieder vergessen, dass man durch. Ja, außer man hat es schon wieder vergessen. Und ich hatte den Fireblast auf der Hand gesehen. Ja, das sind halt alleine schon 8 Damage. Und selbst wenn man jetzt, also wenn man jetzt hergehen würde und den Blood Moon droppt, kann man, limitiert man den Maverick-Spieler ja trotzdem hart. Ja. Also man muss dann mit der Windswift Thief auf ein Weißes fetchen, weil sonst hat man keinen Zugang zu Weiß mehr. Definitiv nicht. Und man kriegt dann pro Runde auch nur noch ein Grünes. Es wurde in Fetchland gezogen. Fetch. Ja, okay, so kann man das machen, ohne sich einen Schaden zu schießen. Ja, würde ich hier aber tatsächlich nicht tun. Ich vermute, die wird gefetcht, um eine Karte zu ziehen mit dem Rot-Weißen. Um es vorher noch zu nutzen. Aber das delayt halt den Blood Moon nochmal um eine Runde und dann ist halt schon gefühlt jetzt zu spät. Der Blood Moon ist jetzt, finde ich, halt schon wichtig. Ja, ich auch. Bin ich voll bei dir. Aber dann ist die Frage, ob man wirklich hätte fetchen müssen. Doch, da kommt ein Blood Moon. Ja, wie gesagt, die Frage ist, ob man wirklich hätte fetchen müssen. Man hätte so oder so ein Leben bezahlt, so hat man sein Deck ausgedünnt. Stimmt. Also ein Land weniger auf dem Deck zu haben und die Canopy zwackt einen jetzt keine Leben mehr. Oh, hier wird eine Ebene genommen, weil Cloud es halt grün macht. Genau. Grün macht und rot, also man Omnat bekommt man doch mit einem Green Sunseed. Ja, oder man kriegt, darf man auch nicht vergessen, die Noble Hierarchs machen ja auch Band, also die machen auch blau. Stimmt, die machen auch blau. Genau. Aber ich glaube nicht, dass die lang liegen bleiben. Auch bei einer Handkarte. Mittlerweile in diesen Board States sind die eigentlich relativ safe zum Droppen. So, jetzt wenn wir mal zusammenrechnen. Wenn man jetzt einen Bolt hat, also er weiß von dem Swords auf der Hand. Wenn man jetzt noch einen Bolt hat, ja, da kommt das Swords. Dann hat man noch den Guide. Und gegebenenfalls halt noch Burn auf der Hand. Uff. Ja, okay, jetzt siehst du halt einen Mountain. Ne? Fehlen 2 Leben. Und sich die 2 Leben gegeben. Und der
Beim Burns-Spieler wurden zwei Leben gegeben. Okay, der Swift-Spiel liegt nämlich auch noch im Friedhof, deswegen war ich gerade am besten verwirrt. Ja. Okay, dann liegt er einfach nur falsch. Mehr Pulver für Klotes. Ja. Klotes-Trigger. Für grün? Ja, da wurde er gerade noch. Okay, da wird was anderes noch. Nee, doch nicht. Also wird ein Land genommen, damit man grün hat, ja. Ja. Knight. Knight of Autumn. Zerstört ein Enchantment. Oh ja, Stephanie's Bloodmoon. Das ist richtig gut. Das war jetzt schon wieder ziemlich Premium. Ja. Den hat man aber, glaube ich, gezogen, weil der Goblin Guide Trigger positiv war. Uff. Ja. Das ist jetzt natürlich. Okay, jetzt hat man selber natürlich das Dings wieder offen, das Canopy Land. Das hat man Land gezogen. Ich glaube, das Second ist gar nicht mal so bad. Es ist ein Fetchland. Mhm. Zum Ausdünnen, dann zieht man einfach eine Karte mit dem Canopy, hat man noch 3 Mana. Ja. 80% der Fälle zieht man hier ein Land. Ja. Auch wenn Burn nicht so viele Länder drin hat. Nee, das ist so, ich glaube, 16 oder 18. Aber also, das ist so eine Premium-Stelle, um jetzt ein Land zu ziehen. Ja, das ist so der Klassiker. Am besten noch ein Fetchland, damit es extra Schaden kostet. Ja, ich zieh mir. Und? Oh, das war kein Land. War es ein Land? Ich glaube nicht. Ich meine auch nicht. Das ist auf jeden Fall noch der Brot der Fire. Und es hat eine längere Frame, also er müsste wahrscheinlich was gekommen sein. Ui. Yes, Prize. Ui. Ist gar nicht so heftig. Man spielt ihn, man nimmt einen Forest auf die Hand, kriegt 4 Damage. Ja, dann geht man aber trotzdem runter auf 5. Jetzt ein Bolt und den Ding. Dann hätte man warten können. Man hätte damit auch, glaube ich, einfach warten können. Aber man war hier, glaube ich, ziemlich safe, dass man gewinnt. Mhm. Weil hätte man genau nicht hier bouncen können, hätte man gewonnen. Also die eine Karte, also die eine Kreatur hat gerade war gerade Lifesaving. Mhm. Es ist halt die Frage, ob man reinrennt. Erstmal den Trigger. Look. Da ist jetzt die Frage. Ja, muss man. Ja. Wenn man nicht geblockt hätte, wäre man tot gewesen. Und, auch wenn man es noch nicht wusste. Nee, aber man kann hier mit dem Bolt rechnen für 3 auf der Hand. Mhm. Ein Bolt von der Top wäre immer noch nie viel. Ja, jetzt sind es halt schon wieder 7 Leben, ne? Ich glaube, das war ein Land. War es ein Land? Ja, das ist ein Fetchland. Und jetzt ist man schon wieder out of range. Oh, Trigger, out of sequencing. Das ist so schwierig. Jetzt fällt mir aber auch nicht drauf rein, nochmal ein Land zu legen oder ein Duel zu legen. Ne, braucht man hier auch nicht mehr. Nee. Jetzt pinkt man immer schön für 2 runter. Mm, also das ist tatsächlich jetzt die Stelle, wo halt wirklich an diesem einen Punkt ein Damage gefehlt hat. Ja. Das ist gerade jetzt schon echt bitter. Blöd. Aber da war er ziemlich gut gespielt. Und der halt schlechte Top-Deck mit dem Land. Ja. Und natürlich trotzdem hier nochmal den Euron Merrick-Spieler, dass er halt Passionate das Ding auf der Hand behalten hat, um da halt ein bisschen den Out zu blowen. So, was haben das war schön. Da? Das ist ein Bolt, eine Runde zu spät. Ja, deswegen genau die 7 Schaden gewesen. Ja, nächste Runde ist Bolt immer noch gut. Dann bist du. Nee, bist du bei. Doch. 10. Wenn er jetzt noch ein Bolt nachzieht. Hat er wieder nur 10 Damage. Er braucht einen zweiten Fireblast, um 11 zu haben. Ja, stimmt. Oh, und jetzt wurde kann der man Trigger noch vergessen. Ja, okay, jetzt wird aber. Er wird schon ziemlich hart zurückgerollt. Das hätte ich auf dem Turnier niemals durchgehen lassen. Nee, aber war ja kollegiale Runde. Ist die Frage, ob es relevant war oder nicht? Puh, glaube ja. Weil das macht man eigentlich nicht. Also da, das ist Pre-Combat Mainstep und da hat man schon angegriffen. Da wird man halt ein bisschen hektisch, da muss man halt mal langsam machen, aber ich glaube, das war nur ein Goblin Guard. Ja, der macht das. Damit irrelevant, aber trotzdem. Ja. Der wird, wenn im Zweifelsfall geblockt, aber wenn er dann da. Könnte. Sword ist noch auf der Hand. Scheibenhonig. Schade. Mhm. Noch ein Fireblast von der Top. Ja, alles von der Top. Das ist halt das Problem. Ist halt, ich würde jetzt halt im Zweifelsfall einfach mit dem Goblin Guide reinhauen, damit man die 2 Leben stort. Genau, um damit halt eine Runde länger durchzuhalten. Mhm. Das hätte ich nicht gespielt. Das
ist irrelevant, ob man spielt oder nicht bei so vielen Ländern, glaube ich. Boah, würde mich jetzt auch interessieren, ob das noch einen Unterschied macht. Vor allem, weil es ein Fetchland ist. Wenn es ein Basic Land gewesen wäre, hätte ich es gespielt. Ja. Auf der anderen Seite, ob man es jetzt auf der Hand behält. Weil wenn man jetzt Price of, nur Price relevant. Price of Progress. Price jetzt. Macht halt hier genau null Damage, wenn der Maverick-Spieler möchte. Ja, das ist halt dann schon. Man hätte aber auch hier den Companion auf die Hand nehmen können. Ich möchte das mal. Und hätte trotzdem noch Sword offen gehabt. Ja, ja, ja. Hätte mal was zum Flickern gehabt? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, doch, ein Blocker. Ja. Ja, ja, blockt man. Fällst du einfach rein. Yes. Trigger. Trigger. Land. Dann noch ein Land. Nicht, dass man es wollte. Der Gönjamin. Ja, da ist jetzt halt die Frage, ne? Passiert da noch was beim Burn? Nee, ich glaube, es ist nur noch Bolt und Blast auf der Hand. Die Top-Decks sind jetzt halt auch einfach nicht mehr so, dass man wirklich noch was ziehen könnte. Jetzt hat man früh genug dran gedacht. Jetzt, Frage ist, wird jetzt der Ding geboltet? Eins. Ja, muss. Damit man lebt. Das ist sehr traurig. Achso. Nimmt man noch eine auf die Hand. Ja, für Price of Progress. Für Price of Progress. Weil gut, Price tötet auch den Burn-Spieler. Ja, 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 es ist korrekt. Plus man könnte als Maverick-Spieler sich selber wastelanden, das wäre nicht so relevant gewesen. Außer natürlich, man möchte das Ende erleben mit einer Death in Texas Landbase und einem grün-roten Gott im Spiel. Eieiei. Ja, es ist Blast, wenn ich so. Nee, Blast Fetchland. Blast Fetchland. Ah, schade. Ja. Und damit 2-1 für Maverick. Noch einmal beiden. Und ja, an sich, coole Spiele. Ja, sehr aber schöne Spiele. Ähnlich wie du gesagt hast. Die Long-Term Games gewinnt. Hund. Gewinnt Burn. Da, tatsächlich. Was? Ach, Hund. Der Hund. Ein Hundohr. Ja. Nee, die Langspiele gewinnt Maverick, die kurzen Spiele halt Burn und dieser Klotus hat halt im Game 2 viel zu viel gemacht. Und im Game 3 auch. Ohne den Klotus. Also das ein ganz hätte der gesportet, anstatt Italia zu spielen, wäre der Blood Moon gekommen, wäre es vorbei gewesen. Ich denke auch. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.